Ja, die Festung sieht nach Rohbau aus und alles sieht noch nicht so wirklich fertig aus hier. Und das könnte auch daran liegen, dass wir uns in der Vergangenheit befinden, hier bei der Dungeon of Nahelberg. Und deswegen heiße ich euch willkommen zu unserer allerersten Folge hier im zweiten Story DLC Back to the Futon, beziehungsweise im Deutschen zurück ins Bett. Ja, ihr seid hier bei Alles Furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel. Wir haben jetzt sowohl das Hauptspiel durch, wie auch den ersten DLC Ruin von Limes. Und ja, jetzt sind wir in die Vergangenheit zurückgereist, denn irgendwas ist hier schiefgegangen. Und wir müssen auf jeden Fall das, was schiefgegangen ist, wohl in irgendeiner Form wieder ausmerzen. Und deswegen starten wir mal rein. Wir haben auch einen neuen Charakter bekommen. Das ist aber eine Ich schöne habe auch Zeichnung, zwischen das den kannst Folgen du schon mal haben. geguckt. Der Kollege hat nämlich tatsächlich dieselben Fähigkeiten wie unser Dieb, der Agent X. Das ist quasi unser Dieb-Ersatz. Und der hat quasi denselben Talentbaum, den unser Dieb vorher auch hatte. Ja, und damit starten wir jetzt quasi rein. Also die Talentpunkte waren tatsächlich automatisch schon vergeben. Da habe ich jetzt gar nichts ändern können. Schmeiß den Schurken raus, nimm den Schurken rein und weiter geht's. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, uns hier so ein bisschen umzugucken. Man sieht hier ja schon auf der linken Seite, da ist so eine Kiste. Da kommen wir aber nicht ran. Also ich weiß nicht, was wir da machen müssen. Weiter, weiter. Hey du! Ja, du! Weißt du, ob das hier das Verlies von Nahelberg ist? Puh, nein, hab keine Ahnung. Ich wurde nur von einem Outsourcer an einen Lieferanten outgesourced, der von Masons angestellt worden war, glaube ich, um hier zu arbeiten. Dann arbeitest du hier? Würde ich, wenn ich wüsste, was meine Aufgabe ist, solange ich Geld kriege. Also er weiß nicht, was er hier tut, möchte er damit sagen, ja. Oh, da hinten sehe ich auch schon eine Räumlichkeit. Maya, die Entomagierin. Aha, da wäre schon mal was drin. Komme ich nur nicht dran. Und einen Schalter sehe ich hier auch noch nicht. Ah, hallo, die Dame. Psst, du machst ihnen Angst. Was? Die gestreiften Bergameisen. Hinter denen bin ich schon seit Tagen her. Verstehe. Welchen Tag haben wir denn heute? Keine Ahnung. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Blöde Ameisen, wo sind sie bloß? Auch nicht sehr hilfsbereit, also bringt uns auch nicht wirklich was. Oh, da ist aber eine Tür. Die können wir aufmachen. Sieht auf jeden Fall schon so aus wie bei Nahelberg. Ey, wo kommt ihr denn her? Hey du, dich kenne ich doch. Mich? Nein, ich... Du musst verwirrt sein, Freund. Nein, du bist auf dem Bau doch eine große Nummer. Wie bist du reingekommen? Wir haben dich gar nicht herauskommen sehen. Das ergibt nicht wirklich Sinn. Und was genau machst du? Na, was glaubst du denn? Ich schleppe Steine. Oha, er ist Stufe 10. Ein herausragender Maurer. Das lässt sich problemlos durch die andere Zeit erklären. Es sind mindestens 300 Jahre her, seitdem der Verliesfonds das Stufensystem geändert hat. Vorher war alles viel epischer. Ein einfacher Goblin konnte Stufe 12 sein. Oh, das hätte mir gefallen. Dieses Zeitalter war geil. Und die Beute muss fantastisch gewesen sein. Wahrscheinlich, aber die Abenteurer-Überlebensrate war asymptotisch. Asymptotisch ist man unter Wasser. Ja, ja. Egal. Weißt du, welcher Tag heute ist? Klar, der 8. Tag im Jahrzehnt der gefrorenen Geranien. Morgen ist Zahltag. Nein, ich meinte, welches Jahr haben wir? Ach so, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Okay, hat mich gefreut. Aber ich muss wieder an die Arbeit. Meine Pause ist zu Ende. Bis dann. Anscheinend befinden wir uns in der Zeit, zu der das Verlies erbaut wurde. Ah ja, die Arbeiter. Natürlich, ich bin zum gleichen Schluss gekommen. Was hält unsere Zauberin davon? Hm? Oh, Zeitangelegenheiten überlasse ich den Experten des Verliesfonds. Schon kapiert, verletztes Ego. Ha, musst du gerade sagen. Ich bin kein Festangestellter, sondern eher ein Freiberufler. Wir müssen weiter und Hinweise auf die von Oswald geschickten Teams finden. Ja, das ist... Hey, ich gebe hier die Befehle. Ich bin der Anführer. Ach, wirklich? Komisch. Dr. Oswald hat gar keine Anführer erwähnt. Der Kollege ist ja gleich schon ein bisschen unsympathisch. Was machen wir denn jetzt? Schauen wir uns erstmal uns außen nochmal um. Ich weiß auch gar nicht... Ach, guck mal, da ist ja doch ein Hebel. Vielleicht macht der auch unseren... Ha! Von wegen, hier ist kein Hebel. Dann schauen wir doch da mal rein, ob es da gleich wieder was zu plündern gibt. Also da gibt es auf jeden Fall eine Bibliothek... Ne, keine Bibliothek, ein Bücherregal. Temporale Magie. Okay, das ist das, was wir irgendwann mal machen können. Kiste. Etwas Glück finden wir da drin, vielleicht etwas Magisches. Uralte Armbänder der Musikerabenteurer. 15% Schaden. Aber das sieht nach Explosionsschaden aus. Moment mal, was haben wir denn aktuell?
ist auf jeden Fall eine andere Klasse, ne? Zwei Schutz. Was soll das für eine Schadensart sein? Sehe ich auch irgendwie nirgendwo. Ein Schlag. Ach, wir packen die mal rein. Mal gucken. Wird schon nicht so falsch sein. Das ist wahrscheinlich ein Durchgang, oder? Also einer, der wirklich dann... Wow, wie groß ist denn das Außenareal hier? Tote Henne? Wird die für irgendwas gebrauchen können? Gibt es irgendeinen Nekromanten vielleicht? Farbrätsel? Fallensteller? Komm nicht näher, sonst verlierst du vielleicht dein Gesicht. Ich meine, je nach Höhe des jeweiligen Gesichts. Gut, dann bleiben wir fern. Sie singen auf jeden Fall immer noch die Lieder als 300 Jahre später. Hat sich gut gehalten. Entgiftungs-Teriak. Heilung 200, Bewegung 3. Hui. Da scheinen aber dann die... Noch mal eine Kiste. Ich werde die Öffnung überwachen. Amulett des schlafenden Helden. Agent X, zu euren Diensten. Schaltet eine Fertigkeit frei, die auf einen bewusstlosen Verbündeten zielt und alle Gegner in dessen Umkreis gewaltigen Schaden zufügt. Das klingt halt schon ziemlich krass. Was hat er denn? Kritische Trefferchance 3% aktuelle Ausrüstung. Mein Herz ist. Habe ich irgendetwas, um schnell Notizen zu machen? Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Tasche stecken? Mein Schatz, Gold. Wäre ja eigentlich was für ihn, oder? Wenn man das auf dem. Ach, warte mal, auf einen bewusstlosen Verbündeten zielt. Ich habe Nüsse für die Eichhörnchen. Das heißt, wenn einer von uns umkippt, kann man das draufzaubern, damit man im Umkreis dann halt nochmal Schaden macht. Ja, finde ich jetzt irgendwie gar nicht so gut. Also das Ziel muss ja sein, dass meine Leute nicht umfallen. Und das ist fürs Erste. Ich weiß auch nicht, ob da das Spiel in irgendeiner Form mit Erwartungshaltung bricht. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Muss mal gucken, wo ich hier eigentlich bin. War ich in dem Raum hier schon? Nee, ne? Das ist ja auch, da steht nur mittendrin hier. Und das sollte es hier, da gibt es einen Eingang. Kommen wir noch nicht rein. Ganz schön großes Außenareal. Im Idealfall möchte ich halt auch nichts übersehen. Braucht keine Karte. Ah, Moment mal. Ah, jetzt glaube ich, weiß ich, wie ich zu der Kiste hinkomme. Müssen wir ja einmal außen rum. Das sollte ja quasi dann da hinten sein. Hallo, seid ihr wegen der Gartenarbeit hier? Klar, wir sind hier, um Kohlköpfe und Windbeutel anzupflanzen. Hör nicht auf ihn, er ist gemein. Und Windbeutel kann man nicht anpflanzen. Aber ich erkenne einen Windbeutel, wenn ich ihn sehe. Windbeutel. Haltet die Klappe, ihr Idioten. Beacht uns gar nicht. Wir sind nur auf der Durchreise. Okay. Also auch sie hat erstmal keine Quest für uns. Das ist ordentlich Baustelle hier. Zumindest gibt es ein paar Tränke. So, und ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass ich da hinten jetzt reinkomme und... da die Kiste plündern kann. Armbänder der rohen Gewalt. Ui, das klingt ich habe stark. Das Gefühl, wir gehen im Kreis. Vorsichtig, das war für ihn. Ah, irgendwann kriege ich es. Irgendwann kriege ich es wieder hin. 4 Schutz, 2 Kraft, 4 Einschlag. Einfach komplett genau besser.
komplett besser als das, was wir hatten. So, dann wäre die Kiste oder das Rätsel um die Kiste auch schon mal gelöst. Und dann sollten wir, glaube ich, den Außenbereich zumindest schon mal erkundet haben. Dann kann ich ja eigentlich nach drinnen gehen. Ich will mir das hier trotzdem nochmal so ein bisschen anschauen. Lässt so ein Bob den Baumeisterhelm auf? Sieht so ein bisschen aus, ne? Die Hühnergänge ist ja auch hier am Start. Da hinten waren die Fallen. Ja, genau. Und dann können wir hier rein. Grandioser Heiltrank. Das sieht mir doch aus wie irgendwas, was mal ein Rätsel werden soll. Wahrscheinlich haben die hier einfach nur vorbereitet und das dann später, wenn es fertig gebaut ist, hier Rätselmeisterin. Hallo, my lord. Ich bin fast fertig. Ich optimiere noch ein paar Spiele. Hallo, Spiele? Wortspiele. Für die Rätsel. Entschuldigung, aber was genau ist deine Aufgabe? Ich bin Rätselmeisterin, eingestellt von seiner Hoheit, dem Architekten, um einzigartige Rätsel für das Verlies zu entwerfen. Ah, ich stehe auf gute Rätsel. Ja, die verleihen einem Verlies Charme, im Gegensatz zu den unzuverlässigen mechanischen Gerätschaften, die einige Nichtwisser als Fallen bezeichnen. Wie ich sehe, ist der alte Streit zwischen Fallenstellern und Rätselmeistern immer noch nicht beigelegt. Den gibt's schon seit Jahrhunderten und eine Lösung ist nicht in Sicht. Wenigstens braucht niemand unsere Hilfe. Würdet ihr die Rätsel gern ausprobieren? Zu einem schnellen Rätsel sage ich nicht nein. Okay, wenn wir die Zeit dafür erübrigen können. Ha, du hast nur Angst, dich zu blamieren. Gar nicht. Ich bin Rätselspezialist. Also, ich meine, man kann ja nicht alles alleine machen. Kann ich die jetzt ausprobieren? Tatsächlich. Oft gewünscht, manchmal unerwartet, zunächst zurückhaltend, dann im Abenteuer aufblühend. Wer mich kennt, übersieht mich nicht. Für andere bin ich der größte Schatz. Was bin ich? Freundschaft, oder? Oder Erfahrung. Könnte beides irgendwie passen. Kampf würde theoretisch auch reinpassen. Edelstein halt, naja, nicht mehr so wirklich. Ich hab's, die Freundschaft. Freundschaft kommt häufig unerwartet, ist aber schön. Und durch Abenteuer blüht sie auf. Wir sind alle Freunde, mit Ausnahme des Zwergs. Unglaublich, sie hat recht. Das ist doch ein Scheißrätsel. Ich habe keine Freunde, hatte ich noch nie. Er braucht doch keine Freunde. Okay. Ah, das gibt Erfahrung für die Gruppe. Na, das ist ja leicht für diese Erfahrung. Meine Flüsse kennen kein Wasser, meine Wälder keine Bäume, meine Berge keine Felsen und meine Städte keine Menschen. Wer bin ich? Eine Karte, oder? Dinge, die nicht existieren, aber doch existieren. Nicht einfach. Das muss eine Metapher sein. Ja, etwas Symbolisches. Eine Zeichnung oder eine Karte. Eine Karte, das ist es! Ich wusste es! Auf einer Zeichnung gibt es Dinge, die so nicht existieren. Wie diese beschissenen Affenzeichnungen, für die die Leute viel zu viel bezahlen. Hat auch gepasst. Auch wieder 250 Erfahrung. Ja, das ist einfache Erfahrung. Die nehmen wir mit. Zwei Kreaturen blicken in entgegengesetzte Richtungen. Eine Richtung Osten, eine Richtung Westen. Wie können sie sich sehen, ohne zu gehen, sich umzudrehen oder auch nur die Köpfe zu bewegen? Zwei Kreaturen blicken in entgegengesetzte Richtungen. Eine Richtung Osten, eine Richtung Westen. Ja, Auge in Auge, oder? Ich meine, es steht ja nicht dabei, dass die quasi Rücken an Rücken stehen, sondern die können ja quasi sich auch Auge in Auge gucken. Wieso hat eigentlich die Elfin zwei Vorschläge? Chamäleons und Fledermäuse. Erdkugel macht nur Sinn, wenn die Erde sehr klein ist.
Wenn Sie sich in die Augen blicken, sehen Sie doch trotzdem in entgegengesetzte Richtungen, oder? Offensichtlich nicht. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Auge in Auge. Für die Schlacht! Dieses Rätsel ist Müll. Ich stimme dem Barbaren zu. Ich will Action! Das sagst du nur, weil du die Lösung nicht kennst. Wenigstens habe ich das Rätsel verstanden, Rübengesicht. Könnt ihr euch nicht ein einziges Mal vertragen? Hat auch gepasst. Auch wenn die Erklärung jetzt irgendwie so ein bisschen nicht zufriedenstellend war, ob das jetzt gepasst hat. Nur die klügsten Köpfe finden die Antwort auf diese große Frage. Was ergibt 3 minus 3 mal 6 plus 2? So, jetzt muss man in Mathematik ein bisschen aufgepasst haben, um zu wissen, dass ja mal immer vor den Additionen und Subtraktionen kommen. Das heißt, man hat erstmal 18 in der Mitte. So, 3 minus 18 wäre minus 15 plus 2 minus 13, ja. Boah, das ist aber schwer. Falsch. Punkt vor Strichrechnung. Also, 3 mal 6 ist 18. Plus 2, minus 16. 3 minus 16 ist minus 13. Also genau der Anteil von Agent X. Er schuldet uns 13 Goldstücke. Verblüffend und haarsträubend. Und dabei absolut richtig. Jedenfalls die Antwort. Aber zählen denn Matheaufgaben wirklich als Rätsel? Die Rechtsprechung des Verliesfonds hat sich je nach Zeitalter und Bildungsniveau der Abenteurer häufig geändert. Noch etwas, das mich weniger schert als das 10. Haar meines Bartes. Tada! Gibt's noch mehr? Das waren jetzt die 4, oder? Mehr stehen hier nicht rum. So, ich habe all deine Rätsel gelöst. Oha, ganz alleine? Naja, ich... Warum hustet ihr? Seid ihr krank? Also, ich hatte schon etwas Hilfe. Egal, jedenfalls hast du gute Arbeit geleistet. Ah, perfekt. Dann mache ich mit dem restlichen Auftrag weiter. Dem restlichen Auftrag? Ja, im Vertrag steht ein Auftrag für 800 Einheiten. Das sind aber viele Rätsel. Ich glaube kaum, dass wir die alle lösen können. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Die Stimme für die Erzählerin ein bisschen anders geworden? Jedenfalls, oder sie klang auch ein bisschen kränklich. Assistent für Rätselmeisterin. Niemand versteht mich, eigentlich ist es ganz einfach. Der erste Buchstabe des Alphabets und nur noch ein paar Schriftzeichen. Assistent! Seufzt, niemand versteht mich. Wo komme ich jetzt hier von dem Areal aus nochmal weiter? Da hinten ist ein Gitter, da komme ich schon mal nicht durch. Und bisher, ich habe in der Folge noch keinen Kampf gemacht. Alles noch viel zu friedlich. Das haut mich jetzt ein bisschen vom Hocker. Normal habe ich so im Schnitt eigentlich immer pro Folge einen Kampf. Manchmal auch zwei. Aber es ist halt mal gar keinen. Wobei wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, auch... Zu überlegen. Hatten wir auch keinen Kampf, ne? Weil die letzte von dem Nimis-DLC. Seid ihr wegen der Rekrutierung hier? Die was? Die ist aber süß. Nein, wir sind wohl kaum die Leute, die du suchst. Wir gehen dann mal. Hä? Ja, gehen. Auf Wiedersehen. Rekrutierung? Ach so, eine Pflanzendame. Sind schon zwei davon. Wie hieß denn die andere? Petrella oder sowas? Habe ich da noch was übersehen? Da ist noch irgendwas für ein Symbol auf der Karte. Ach, das ist so ein Türmchen. So. Wie viele Wegemöglichkeiten haben wir denn jetzt noch? Irgendwo müssen wir doch jetzt noch weiterkommen. Wahrscheinlich genau da, wo wir den Maurer getroffen haben. Könnte es noch weitergehen. Also hier schon mal nicht. Wo war denn da? Da müsste der Eingang gewesen sein, ne? Ja. Verdammt, hier schlafen ja alle. Komischer Ort für ein Nickerchen. Sieht wie Kultistenkleidung aus. Dem Schnarchen nach zu urteilen, tippe ich auf Blöd. Irgendein Luftröhrenproblem. Lass sie schlafen. Los! Wir wollen keinen Ärger. Und trotzdem gucken wir uns mal um. Kann ich mit dem noch irgendwas anstellen?
Null gesegneter Wein. Nicht. Nicht auch noch? Okay, macht keinen Ärger. Einfach mal das Gold einsacken hier. Da kommt jemand. Ruhe. Ich will nicht Ruhe, ich will Rabatz. Der ist auch nicht gerade der schärfste Pfeil im Köcher. Und ich will, dass der Nordwall repariert wird. Darin klafft ein riesiger Riss. Peitsch die Maurer aus, wenn es sein muss. Hey, was sind das für Leute? Oh, hallo, wir sind Besucher. Aber bei Goldhorns Pantoffeln, das ist der Waldläufer. Wie bitte? Die sehen ja wie eineiige Zwillinge aus. Bist du dir da sicher? Warum gibt es zwei Waldläufer? Ja, verstehe, mehr Abenteurer. Hört mal, das wird langsam nervig. Ich sage es noch einmal, das Verlies ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Das ist ein Missverständnis, wer... Es reicht. Typen wie euch kenne ich. Erst eine unschuldige Erkundung und dann beginnt die Klauerei. Das geht? Klingt gut. Nein, nein, wir sind nur... Abenteurer, das sehe ich. Eine ganz schön groteske Verkleidung. Als könnte dich jemand für mich halten. Ha, sieh dich mal an. Ich sehe mich, wenn ich dich ansehe. Vielleicht ist er mein Vorfahre. Das bezweifle ich. Der Architekt des Verlieses ist ohne Erbe gestorben. So steht es im Archiv des Fonds. Wir würden gerne wissen, welches Jahr haben wir? Das Jahr eures Abgangs verschwindet! Wir haben wegen euresgleichen bereits Geister im Keller und überall Leichen. Und ich habe nicht mal einen Hausmeister-Totengräber. Moment. Geister? Ach, die bloße Eitelkeit des Lebens lastet durch das schreckliche Spektakel der trostlosen Vergänglichkeit unserer sterblichen Hüllen auf unseren verwundeten Seelen. Und sie wollten uns tatsächlich in das Licht führen. Lächerlich. Wachen, bringt sie raus! Der Typ hat Nerven. Na los, macht keinen Ärger. Wir zeigen euch den Ausgang. Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Wir befinden uns auf einer dringenden Mission. Ihr geht ganz in der Ruhe oder verliert ein paar Zähne. Ihr seid nur zu zweit. Das ist nicht mal ehrenhaft. Glaubt ihr? Hey, Wachen, zu mir! Schon besser. Wachen, zu ihm! Was? Oswald hatte recht, das sind Idioten. Ja, okay. Also es wird keine Folge ohne Kampf geben. Zumindest erstmal diesen hier nicht. Was haben wir denn hier? Stufe 11, Wachmann. Ja, okay, aber es sind jetzt ja nicht so viele. So, der Zwerg. Wo ist eigentlich unser Möchtegern? Ausnahmeschurke hier. So, und sie erstmal dahinter. Und dann geht es ab hier. Auf ins Getümmel! Mal sehen, ob die auch schon wieder gleich direkt irgendeinen komischen Kniff haben hier, um uns das Leben schwer zu machen. Zusammenbleiben! Eins, zwei, drei Gegner. Wir könnten aber jetzt auch einfach wieder, wie ich das sonst immer so gern mache, erstmal die Bewachung laufen lassen. In der ersten Runde. Ich bin dran, Abschaum. Alles wie immer, Leute. Ich bin dran, Abschaum. Alles wie immer, Leute. Da komme ich. Ich möchte aber hin. Da müssen wir, glaube ich, den einen Gelegenheitsschlag da in Kauf nehmen. Aber wenn die hier schon so schön stehen, dass man da einmal durchsäbeln kann. Lass uns jetzt gehen. Dann machen wir das auch. Hier ist schon wieder Zauberer und ich habe im letzten DLC nicht viel von Zauberern gehalten. Ich mag die nicht. Hat der eine zweimal pariert? Echt jetzt so? Ach, komm schon. Stehen wir natürlich auch ein bisschen ungut. Moment mal, bin ich aber. Ich hätte auch noch so eine Idee. Ja.
Wieso kann ich das nicht machen? Ich hab doch zwei Verbündete, die unterstützen können sollten. Dein Atem riecht nach Speck, dir Hintern. Metzelzeit! So, mal gucken, wie fake unser neuer Schurke ist. Dienstschneider, feiges Ende. Könnte vielleicht klappen sogar. Ja, wunderbar. Das war der vierte Schuss jetzt? Hat die wirklich drei? Also drei zusätzliche? Was magst du weniger? Dein linkes Auge. Nimm das! Wow, gleich mal zum Boden geballert. Ja, yeah. So gut er angefangen hat, aber so gut steckt er auch ein, ne? Was habe ich denn jetzt mit ihr eigentlich für einen Gegenstand? Habe ich den. Was war das hier? Beschwört einen verbündeten Zombie-Troll. Hahaha. Moment, dann geben wir aber mal zwei Fähigkeiten hier. Zum einen hätte ich ganz gerne einen Zombie-Troll. Achievement, er lebt! Hab ich gedacht, er macht den Schurken weg. Und dann Mr. X, aber er darf ja nochmal. Das hat gar nicht wehgetan. Guff, guff. So, was kann der denn? Nachheulen? Schrecklicher Schrei, der die physischen und magischen Widerstände der Feinde drei Runden lang um 20% verringert. Oder Angriff der Kreatur. Eine schlagfreudige Attacke, die in der nächsten Runde ausgelöst wird, verursacht schweren Schaden basierend auf der zurückgelegten Distanz. Ich glaub, das ist sinniger gerade. Und sonst einfach mal stehen bleiben. Hättest du wohl gern. Nee. Da was anderes vor. Jetzt könnten wir natürlich ihn eigentlich schon heilen. Könnte aber auch einfach nur erstmal versuchen, den wegzumachen. Ja, leider widerstanden. Wo war denn hier dieses Konzentrieren? Da, Stabilisierung, das wollte ich haben. Ich muss mich konzentrieren. Und dann hier einmal durchholzen. Das ist jetzt wieder praktisch, weil der Troll halt einfach ordentlich was an Schlägen halt noch wegsteckt. Jetzt bin ich dran. Wir müssen mal dahin. Wir müssen mal dahin. Ich hab da noch so ein kleines Hüsterchen. Oh, das passt so gut rein da. Achso, jetzt habe ich natürlich wieder das Problem. Achso. Ja, Moment. So. Flieg weg! Ui. Hätte fast tödlich sein können.
muss jetzt wirklich, glaube ich, mal mit der Magierin. Ihn mal heilen. Sonst ist er gleich schon im ersten Kampf einmal gestorben. Das muss nicht sein. So, was wäre denn, wenn wir nochmal hier den anderen Spell hier ausprobieren, dieses Anstürmen. Oh, da kommt noch... Oh, komm. Ich dachte, das sind nicht so viele Charaktere. Jetzt kommt von vorne und auch von hinten nochmal Zeug. Ich glaube, da gehe ich einfach schon mal hier links abfangen. So. Ja, und sie hat jetzt halt das Pech. Sie muss sich jetzt halt wieder bewegen. Wir könnten hier auch nochmal kräftigen Schaden zufügen. Euch bereit. Also dieser Buff ist halt wirklich nur bedingt gut, muss man leider sagen, weil man sehr selten mal dazu kommt, wirklich richtig gut Schaden zu machen. So, kann ich da hinten reinhüpfen? Wäre immerhin auch nochmal zwei dann weggemacht. Und dann könnte ich im Anschluss gleich zu der Bogenschützin direkt weitergehen. Damit die da keine Faxen mehr macht. Es ist Showtime! So, dann stellen wir uns mal hier hin und erwarten die Meute. Und der stellt sich auch schon mal dahin. Na? Können wir wieder mitspielen? Ich bin wieder da. Es war so klar, dass er wegläuft. Mein Ogre rennt komplett ins Leere, mein Untoter. Ganz angreifen. Stört mich nicht. Warum kann denn die jetzt gar nicht so weit laufen? Okay, das war glücklich. Der darf zumindest nochmal ein Feld weiterlaufen. Wie ist denn das mit der... Warte mal, wie war das jetzt so? Achso, wenn ich eins weiter unten stehe, müsste das eigentlich klappen. Warte mal, wir haben den Ring. Wir haben ja den Ring. Wie weit geht er nach vorne? Drei Felder. Wir
könnten es mal hier hingehen. Mal sehen, ob das klappt. Oh ja. Dass ich da drüber schießen kann? Ausweichen, ja super. War mit dem Zielen wohl nicht so. Erstmal die Zauberin weg. Ah, hat sogar vollumfänglich geklappt. Zuerst ausweichen, dann zurückschlagen. Jetzt geht's los. Alles wie immer, Leute. Knolo. Ach, die parieren aber ganz gut hier. Mal interessieren, was das macht, ob das ihren Angriff stärkt oder was auch immer die da hier tun. Achso, das Meucheln ist es bei ihm auf einer anderen Stelle hier. Was magst du weniger? Dein linkes Auge oder dein rechtes Ohr? Wieder so einer, der zwei Angriffe machen kann. Sah doch jetzt gar nicht so aus, da hat er doch auch nur zwei Aktionspunkte. Feuervögel. Rüstungsbrecher kann der auch noch. Mein Gott, der ist. Ja. Wie hieß es im letzten DLC noch? Die sind nicht unbedingt fürs Denken gemacht hier, ne? Köpfchen brauchen die ja gar nicht so zwingend. Sind jetzt zum Brennen gebracht? Ich glaube nicht, ne? Das ist, der ist so gut, der Schlag, wenn da mal da Leute daneben stehen. Gut, der ist natürlich jetzt wieder ziemlich blöd gelaufen. Aber das war jetzt halt, also das war schon echt jetzt gut. Das bringt irgendwie genau gar nichts. Och, komm schon. Wären bloß deine Finger nicht ganz so fettig. Schön daneben. Die Pechkomponente ist also immer noch vollumfänglich da. Wie ist denn das? Krieg ich da hinten einen Tornado rein? Ja. All you can eat, meine Voll auf die Kniescheibe! Oh, Scheiße! Einmal den billigen Tod. Ich bin der Beste, der Beste! Nee, haut nicht hin. Schade! War, nicht genug Schaden. So, mal gucken, ob unser Ogre jetzt da auch mal was trifft. Bunk. Klappt. Bingo!
Also das ist echt stark. Dieser Ogre, den man beschwören kann, das ist echt stark. Ballade? Braucht es eigentlich nur Nutner. Also die können jetzt ziemlich weit laufen, die Charaktere. Und ich habe auch schon gesehen in den Talentbäumen, da gibt es glaube ich nochmal wieder was. Wo man das auch noch ein bisschen verbessern kann. Moment mal, die ist doch verängstigt, oder? Versucht die es gar nicht abzuhauen? Ah, der musste so umkippen. Was bekommen wir denn? Ring der sternförmigen Reflexion? Wow! Ring des ablenkenden Grinsens? Verbesserter Verband. Und 2000 Goldmünzen. Was haben wir denn an... So, zwei müssen reichen. Aber stark. Seid ihr wahnsinnig? Ihr müsst das Ort-Zeit-Kontinuum aufrechterhalten und dafür tötet ihr Wächter? Die haben angefangen. Und euch ist nie die Idee gekommen, hey, wir könnten einen gefangen nehmen und ein paar Infos erhalten. Gefangen nehmen ist was für Schwächlinge. Also, überlegen wir mal. Sie haben von Geistern im Keller gesprochen. Da müssen wir hin. Vielleicht sind da auch die Fondue-Typen. Fondue? Da gibt's ein Fondue? Genau, Keller, die Geister, dem stimme ich zu. Was bedeutet, dass ich noch der Anführer bin? Genau. Okay, also jeder hat so seine Vorstellung, wie das Abenteuer hier verlaufen soll. Und ich habe meine Vorstellung, dass wir beim nächsten Mal weitermachen. Das war jetzt quasi die erste Folge für Back to the Futon. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ich wünsche euch noch was. Tschüss.